Hi meine Lieben, ich habe heute leider nicht viel Zeit, aber ich möchte euch kurz eine kleine Motivation zum Abnehmen, fürs Leben, für Veränderungen, zum Sommer, zur Liebe, zu allen geben. Ganz kurz und knapp, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Kirche, ich muss gleich los, ich habe mich jetzt erstmal vorbereitet auf den Tag, denn das gehört zum Beispiel auch zu etwas, was ich euch ans Herz legen will. Versucht, wenn ihr morgens aufsteht, euren Tag einzustimmen mit positivem Gefühl. Wenn ihr morgens aufsteht mit dem Gedanken, heute wird ein guter Tag, heute wird alles grandios, heute werde ich meine Aufgabe als Mensch, als Individuum des Himmels erfüllen, dann wird der Tag definitiv besser laufen. Ihr solltet wirklich darauf achten, dass ihr mit Frohsinn in den Tag geht, dass ihr euch nicht irritieren lasst von Leuten in der Bahn, Leuten auf dem Bus, in der Straßenbahn, die euch fertig machen wollen, die euch erniedrigen wollen, eure Nachbarn, die aus dem Haus stürmen und euch irgendwie über die Füße stolpern mit irgendwelchen Ansagen. Lasst euch wirklich von niemandem unterbuttern für die nächsten 7 Tage. Probiert das einfach aus als kleinen Test. So, da ich jetzt gleich los muss, ziehe ich jetzt schon meine Schuhe an, denn ich muss zur Kirche. Aber währenddessen möchte ich euch noch Folgendes sagen. Behaltet eure Pläne bei. Denkt immer daran, ihr seid das, was ihr esst. Wenn ihr Fisch esst, dann kann es sein, dass ihr zu 10% ein Fisch seid. Wenn ihr Zucker esst, dann kann es zu 10% sein, dass ihr ein Zuckerwürfel seid. Wenn ihr Früchte esst, dann kann es sein, dass ihr so rein wie eine Frucht werdet. Deswegen achtet definitiv darauf, was ihr esst. Stopft keinen Blödsinn in euren Mechanismus. Sorgt dafür, dass ihr eurem Körper gut tut, denn ihr seid der Tempel Gottes, ihr seid wichtig, seht ihr, ich ziehe meine Schuhe an, ihr seid wichtig und ihr wollt noch lange, lange leben und für eure Kinder und eure Kindeskinder da sein. Deswegen müsst ihr wirklich dafür sorgen, dass ihr euch pflegt, euch gut tut, euch nicht stresst mit Lästern und mit Gossip. Noch eine Sache. Also zu den ganzen Hatern und zu der Hater-Problematik. Ganz viele von euch fragen, warum bist du immer so bestärkt? Warum schaffst du es immer einfach so gut gelaunt zu sein und dich von nichts unterkriegen zu lassen? Ich sag euch warum. Guck mal, wenn jetzt ein Hater über euch lästert, okay? Der Hater lästert über euch, der hat doch Spaß in dem Moment. Der Hater, der meistens 100-mal schlimmer ist als ihr, der keine Moral hat, der einfach auf alles pupst, okay? Der hat Spaß, während ihr euch aufregt darüber, dass über euch gelästert wurde. Wisst ihr was? Lasst die Hater haten, lasst die Leute lästern, aber macht einfach euch und lasst euch nicht demotivieren. Denn ihr seid wichtig. Ihr seid wichtig und keiner kann euch was. Dieser Mensch, der über euch lästert, kennt er euch? Weiß er, wer ihr seid? Nein, er kennt euch nicht, er weiß nicht, wer ihr seid. So, und jetzt noch eine Sache zum Schluss, bevor ich losgehe. Meine Schwester kriegt gleich einen Ausraster. Okay, ganz schnell. Also, Veränderung, Kündigung. Viele von euch kennen, einige stehen mit Job da, einige stehen ohne Job da, einige stehen mit Ausbildungsplatz da, andere ohne. Denkt bitte daran, ihr seid ihr. Jeder von euch hat Talente, jeder von euch hat hat Skills, jeder von euch kann was. Ihr müsst rausfinden, was ihr könnt und ihr müsst komplett dazu stehen. Lehrjahre sind Herrenjahre. Es gehört also dazu, dass man euch ein wenig rumkuscht, dass man dafür sorgt, Kaffee kochen müsst und dass ihr irgendwelche Sachen müsst, die ihr eigentlich gar nicht machen wollt, beziehungsweise die eigentlich ja gar nicht zu eurem Lehrplan gehört. Das gehört dazu. 3 Jahre, gebt euch diese 3 Jahre des Rumkuschens, aber danach sorgt dafür, dass ihr wirklich etwas findet, was euch ausmacht. Etwas findet, was euch glücklich macht und was euch erfüllt, sodass ihr nicht zur Arbeit geht mit einem Kopfschmerzgefühl. Ich zum Beispiel habe ja euch erzählt, dass ich definitiv zu jedem Tag 1 Stunde mindestens trainiere. Und ich habe das nicht so beibehalten für, glaube ich, circa 3 Wochen und ich habe richtig gemerkt, wie mein Gewicht zurückkam. Das müsst ihr machen. Wenn ihr abnehmen wollt, wenn ihr Resultate sehen wollt, wenn ihr Veränderungen sehen wollt, müsst ihr auch was verändern. Das heißt, aufraffen. Das Aufraffen ist das Schlimmste. Ich weiß es, ich kenne das Problem, aber versucht euch aufzuraffen. Versucht euch zu erinnern. Stellt euch den Wecker um 9 Uhr morgens. Ab 9 stehe ich im Fitnessstudio. Ab 17 Uhr stehe ich im Fitnessstudio. Zum Feierabend um 18 Uhr stehe ich im Fitnessstudio. Ich mache etwas. Ich tue etwas, um es zu verändern. Habt doch keine Eile. Ihr sagt, ihr wollt in einem Monat derbe krass abnehmen und wollt super dünn sein. Mein Telefon klingelt, ich muss los. Habt keine Eile, macht es doch zum nächsten Jahr. Versucht einfach kontinuierlich fit zu sein und euch von nichts unterkriegen zu lassen. Ich hoffe, das Summen stört euch jetzt nicht. Das ist mein iPhone, welches klingelt, weil ich jetzt raus muss, weil der tolle Tag auf mich wartet. Ich werde jetzt 2 Stunden zur Kirche gehen. Ich werde jetzt 2 Stunden beten, zu Gott, ihm danken dafür, was er für mich getan hat und für die allen guten Dinge, die er noch weiterhin tun wird. Denn ich glaube daran ganz feste. Ich gehe jetzt lieber los, bevor meine Schwester ausrastet. Ich rede wieder im Turbo-Speed, aber einfach nur, weil ich euch diese Message mitgeben wollte.
Leute. Mein anderes Telefon klingelt jetzt. Leute, ich muss jetzt los. Ich liebe euch. Ihr seid schön, wie ihr seid. Und mehr zur Motivation, zum Abnehmen, zu Ernährungstipps und so weiter und so fort kommt die nächsten Tage. Ich liebe euch. Lasst euch nicht unterkriegen, bitte, bitte, bitte. Ich liebe euch. Wenn euch niemand umarmt, umarme ich euch. Ihr seid ganz, ganz wichtig. Haare und Make-up bekommt ihr bei mir, smartheart.com. Schreibt mir, kontaktiert mich, bucht euch einen Termin für diese tollen Extensions. Guckt sie euch an, damit ihr stark durch den Tag gehen könnt. Denn ihr seid schön. Ciao, ich muss los. Bye.